Wir stellen euch hier eine Nassreinigungsmethode mittels des von TFT entwickelten Decon-Pack vor, bei dem eine leichte Seifenlösung eingesetzt wird, um die eingesetzten Atemschutzgeräteträger nach dem Einsatz sofort grob zu reinigen, bevor sie noch ihre Kontamination an der Einsatzstelle zum Beispiel verschleppen können. Nach dem Reinigungsvorgang mit einer Tensidlösung, Bürste und anschließendem Klarspülen wird die Bekleidung abgelegt. Das heißt also, der Lungenautomat wird von der Maske getrennt. Anschließend wird die Haube abgelegt und dann nehmen wir die Fire Wipes zur Hilfe. Das sind spezielle einzelverpackte Tücher. Im Anschluss erfolgt noch eine Hautdekontamination, speziell in den Bereichen, wo beispielsweise die Haube um die Atemschutzmaske herumsetzt, diffundieren relativ viele Partikel durchs Gewebe. Die sitzen nachher gerade im Hals-, Nacken- und Gesichtsbereich auf der Haut. Dazu verwenden wir diese speziellen Tücher, die Fire Wipes, die einzeln hygienisch verpackt sind, frei von allergenen Stoffen sind und speziell eine Lösung beinhalten, die uns erleichtert, eben öl- und fetthaltige Rußbestandteile von der Haut herunterzubekommen.